Das Dungbüro Ulm Neu-Ulm veranstaltet am 10. November 2012 seinen vierten Balkansalon. Dieser wird dieses Jahr unter dem Motto Donauraumstrategie konkret stattfinden und es wird ein Planspiel sein. Planspiele sind Simulationen und in diesem Fall wird eine Regierungskonferenz simuliert. In dieser Regierungskonferenz stehen sich verschiedene Regierungsmitglieder gegenüber. Die Teilnehmer werden in diese Rollen dieser Politiker und Politikerinnen dann reinschlüpfen und also Positionspapiere ausarbeiten und diese in einem Abschlussplenum gegeneinander dann verteidigen, dann teilweise koalieren, dann opponieren und zum Schluss hoffentlich einen Konsens dann finden. Es geht darum, die Donauraumstrategie auf der einen Seite den Leuten oder den Menschen jetzt besser zu vermitteln und auf der anderen Seite auch das Verständnis für Politik im Allgemeinen, als für das tägliche Brot eines Politikers besser zu vermitteln.